Lieber Krebs, zwischen dem 1. und dem 4. Juli hast du Mars Quadrat Pluto. Das heißt, du beginnst diesen Monat mit einer Spannungskonstellation. Diese spannungsreiche Konstellation wird sich in den Bereichen der zwischenmenschlichen Kontakte, Zusammenarbeit und Beziehungen auswirken. Es ist wichtig, einen gesunden Ausgleich zwischen Distanz und Nähe zu finden. Danach am 5. Juli hast du Mars in Stier eingetreten. Bis 20. August kann eine Herausforderung sein, friedlich mit manchen Menschen umzugehen, vor allem wenn man gefordert ist, im Team zu arbeiten oder ein ganz persönliches Projekt absichern möchte. Es kann sein, dass hier irgendwelche Interessenkonflikte gibt. Auch am 5. haben wir Merkur in dein Zeichen eingetreten, das heißt bis 19. Monatstag wirst du dich intensiv mit einem Thema oder Angelegenheit auseinandersetzen, die viel Arbeit und Mühe erfordert. Du wirst mehr unterwegs sein oder mehr Ordnung und Fairness haben wollen. Und dafür wirst du dich einsetzen. Zwischen dem 6. und dem 9. Monatstag, da hast du Merkur und er bildet ein Quadrat zu Jupiter. Prioritäten zu setzen wird wichtig sein, denn man braucht sich nur auf eine Person oder Sache zu konzentrieren, auf zwei Hochzeiten zu tanzen, so wie man schön auf Deutsch sagt, das kann gefährlich sein. Und deswegen muss man hier Prioritäten setzen. Zwischen dem 10. und dem 12. des Monats hast du Sonne, Sextil, Uranus. Das, was an den vorherigen Tagen als zu langsam geschehen wurde, wird sich deutlich beschleunigen. Man wird bei einer Sache schnell vorankommen. Und dann am 13. haben wir einen Vollmond in Steinbock. Dein Leben, mein lieber Krebs, verändert sich und damit auch die Beziehungen zu einem Menschen. Einem Menschen, mit dem du sehr vieles in der Vergangenheit erlebt hast. Zwischen dem 14. und dem 17. hast du Venus in Spannungsaspekt zu Neptun. In der Liebe haben Singles eine positive astrologische Konstellation. Dennoch, wenn man vergeben ist, gibt es eine kleine Wahrscheinlichkeit, dass jemand nicht ehrlich ist. Am 18. des Monats, da ist Venus auch in dein Zeichen eingetreten. Und das heißt, bis 11. August wirst du für andere Menschen charmant, anziehend und herzlich wirken. Du wirst relativ leicht mit anderen Menschen Kompromisse eingehen und du kannst deine Anziehungs- und Überzeugungskräfte aktivieren. Am 19. da ist Merkur in das nächste Sternzeichen eingetreten, in Löwe. Bis 3. August wirst du deine Aufmerksamkeit verstärkt auf alles, was dir Sicherheit und Halt in irgendeiner Form gibt, richten. Du wirst jemanden irgendwelche Grenzen setzen oder setzen müssen. Zwischen dem 20. und dem 22. Monatstag ergibt sich eine Spannungskonstellation zwischen der Sonne und Pluto. Es handelt sich um eine Opposition. Viel Spannung wird sich an diesen Tagen spürbar machen. Respektlosigkeit, Eifersucht oder Machtmissbrauch können vorhanden sein. Zwischen dem 23. und 27. Juli ist Merkur Quadrat Mars. Du wirst dich etwas anstrengen müssen, um eine Aufgabe zu erfüllen. Diskussionen sollen unbedingt vermieden werden, denn hier haben wir den Planeten der Kommunikation, Merkur, in Spannungsaspekt mit dem Planeten des Konflikts. Das ist Mars. Am 28. haben wir Jupiter rückläufig. Bis Dezember dieses Jahres ist es notwendig, einige Anpassungen in einer Sache
zu machen, bevor man in der Lage ist, ein wichtiges Ziel zu erreichen. Vielleicht bezüglich eines Ziels muss man sich klug über einen Aspekt dieser Angelegenheit machen, sodass man, in, egal welche Angelegenheit man hat, sich so schnell wie möglich weiterentwickeln kann. Und wir haben am 28. auch einen Neumond in Löwe. Dieser Neumond ist mit einer Veränderung im Bereich der Wohnsituation, Familie oder Finanzen verbunden. Und dann am Ende, ganz am Ende des Monats, haben wir zwischen dem 29. und 31. Monatstag Merkur in Opposition zu Saturn. Du selbst, mein lieber Krebs, oder jemand anderes hat Schwierigkeiten, eine Sache zu akzeptieren. Es ist wichtig, Veränderungen anzunehmen, anstatt gegen die Wand zu steuern oder zu stoßen. Also muss man hier bestimmte Sachen akzeptieren, auch wenn man damit Schwierigkeiten hat. Und diese Sache, wovon ich spreche, wird sich am Ende Juli bemerkbar machen. Lieber Krebs, mit diesen allgemeinen Aussagen beende ich jetzt diese Prognose, aber wenn du eine individuelle und genauere Prognose brauchst, kannst du jetzt diese auf meiner Homepage buchen. Die Termine sind eingeschränkt, das heißt die Anzahl an Termine sind eingeschränkt und deswegen muss man sich beeilen. Falls man jetzt einen Termin mit mir ausmachen will bzw. buchen möchte. Meine Webseite lautet www.zenstern-astrologie.com. An dieser Stelle wünsche ich dir alles Gute, lieber Krebs. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.